Moin Moin, hier ist der Frank. Schön, dass ihr auf meinem Kanal die Dampfvermeide gefunden habt. Heute möchte ich euch den SX Mini ML vorstellen. Ich will euch ein paar kleine Unterschiede zeigen zum SX Mini M, sichtbare Unterschiede. Dann möchte ich gerne mit euch in den Akkufach reinschauen und was sich dort geändert hat, so wie ich auch kurz auf das Menü eingehen möchte. Da gibt es ein paar Neuerungen. Ein zweites Video werde ich noch machen, nachdem ich eine geeignete Software gefunden habe, mit der ich Desktop-Aufnahmen machen kann. Da es nämlich für den ML eine Software gibt, die hier schon auf meinem Rechner installiert ist, möchte ich auch zeigen, was diese Software kann und was sie bewirkt. Man kann nämlich 5 Einstellungen machen, dann auf das Gerät überspielen und dann zeige ich auch nochmal im Menü, wie man an diese Einstellung rankommt und was sie vielleicht bewirken. Im Grunde genommen sind das so Einstellungen, die wir auch schon mal bei der EWIC hatten. Der ML wird geliefert in dieser bekannten Box. In dieser Box ist der schöne Briefumschlag. Und da gehe ich jetzt mal drauf ein. In dem Briefumschlag ist eine Garantiekarte. Hier kann man dann nachgucken, ob es eine echte ist. Und hier eine Bedienungsanleitung auf Englisch. So. Aber wunderbar bebildert und kann man gut lesen. Auf der Rückseite wird schon mal die Software vorgestellt und wo man sie downloaden kann. Die SXI-X. Richtig? Ja, Software. Gut, jetzt mal zu dem Gerät selbst. Die auffälligsten Merkmale, finde ich, sind einmal hier unten diese Abrundung. Die habe ich bei der M nicht. Das heißt aber nicht, dass die hier eckig und scharfkantig uns wirklich doll gestört hat. Aber es fällt doch auf und es ist schon angenehmer in der Hand. Ich dampfe die halt mit dem Daumen und dann liegt das hier unten schon irgendwie angenehmer in der Hand. Nicht, dass das so bei der M wirklich unangenehm war. Ja. Aber gut, das ist also der erstmal offensichtlichste Unterschied. Dann hier diese Einfräsung, diese Aussparung mit der wunderbaren Gravur SX Mini. An der Griffschale hat sich ein bisschen was geändert, wie man sieht. Ja, so, hier geht der Schwung hier lang, hier ist er ein bisschen anders. Vorne Menüknöpfe sind gleich. Was ein bisschen schmaler ist, ist diese Kante hier ist ein bisschen schmaler als dort. Die Knöpfe für Plus und Minus wackeln hier unten ein bisschen, hier oben nicht. In der Größe marginal, also der M ist ungefähr 1 mm höher als der ML. Jetzt kommen wir mal zu dem Akkubereich. Wie wir sehen, beide einen fetten Pluspol, der gefedert ist unten. Kann man jetzt gut sehen. Ne? Was jetzt auch auffällt, gerade weil es so schön unterschiedlich ist, hier, also farblich unterschiedlich ist, hier ist ein bisschen Gröbe drin und hier ist es ein Edelstahl drin. Einige sagen ja, dass Messing besser Strom leitet, das stimmt auch. Jedoch nur insofern, wenn alles gut leitet und wenn dann die Edelstahlkappe für das Akku der Flaschenhals ist, dann ist es eigentlich auch egal, ob die Hülse hier aus Messing ist oder aus Edelstahl ist. Wenn hier der Strom nicht schneller durchkommt, als er durchkommt, dann kann Messing den Strom auch nicht schneller weiterleiten. Gut, das waren die auffälligsten Änderungen. Jetzt gibt es hier oben noch eine ganz kleine, ich hoffe, das können wir jetzt einfangen. Beim M ist hier der 510er gerade und hier ist er so ein bisschen geschwungen, also ich übertreibe das jetzt mal so. Können wir das einfangen? Ja, ne? Kann man sehen. Gut, das war es dann aber auch schon.
jetzt baue ich noch mal was Neues auf, um euch dann mal ein, zwei Sachen zu zeigen, die sich im Menü geändert haben. So, bevor es nun in das Menü der Essex Mini ML geht, möchte ich euch hier eine Dampfhalterung von Dittmers Dampfhalter vorstellen. Warum tue ich das? Ganz einfach, weil ich die ganze Zeit schon irgendwas gesucht habe, damit ich nicht immer so hier vorwegkomme, also wackel. Ich bin überhaupt nicht drauf gekommen, dass ich eigentlich schon lange so ein Ding hier habe, wo ich es wunderbar einspannen kann und ruhig halten kann. Ich habe das Ding schon seit Ewigkeiten und normalerweise liegt da meine Dani drauf oder meine Provari. Ja. Also wenn ihr das Stück Holz jetzt demnächst öfter sieht, dann Dittmers Dampfhalterung findet ihr auf Facebook und auch eine eigene Internetseite. So, dann stelle ich nochmal was Neues ein. Nun habe ich die Essex Mini ML mit einem Akku bestückt. Und was ich gerade noch vergaß zu erzählen, dass der Akkudeckel natürlich genau wie die M-Version 4 wunderbare große Entgasungslöcher hat. Der ML geht wie fast alle Akkuträger mit 5 Klicks an. 1, 2, 3, 4, 5. Dann meldet er sich mit SX Mini SX350J. So, jetzt sollte er eigentlich auf die andere Seite kippen. Na gut, dann drehe ich das Video. Hier oben ist die Wattanzahl, 12,5 Watt. Hier oben ist die Akku-Restspannung. Jetzt sind noch 3,96 Volt drauf. Da unten sind 1,28 Ohm und um die 12,5 Watt bei 1,28 Ohm befeuern zu können, braucht er 4,2 Volt. Dann haben wir hier noch eine Joule-Anzeige und M2. Ich dampfe jetzt auf dem Menüpunkt M2 und Standard daneben. So, einige haben das schade gefunden, dass die Plus-Taste, wie wir sie sonst irgendwie kennen, keine Plus-Taste ist und die Minus-Taste keine wirkliche Minus-Taste. Das haben sie beim ML jetzt etwas anders gemacht. Also in der normalen Einstellung bleibt die obere Taste immer noch die Menü-Taste. Hier steht jetzt M2. Oh, geht's nochmal an. M2. Wenn ich jetzt hier einmal drauf drücke, ist er noch auf M2 und dann nochmal drücke, ist auf M3 und den habe ich eingestellt auf 15 Watt. Und so geht es dann durch bis M5 und dann fängt er wieder bei M1 an. Möchte ich aber gerne, dass das doch die Plus-Taste und das die Minus-Taste ist und so, dass sie meine Gradzahlen bzw. Wattzahlen in 0,1 Schritten verändern kann. So, dann muss ich einmal ins Menü gehen, 1, 2, 3, 4, 5. Dann gehe ich in den Menü Senior. Ja, das fand ich nämlich so lustig. Senior Off. Sensor Off, Entschuldigung, da ist der Senior. Und jetzt drücke ich die untere Taste, jetzt ist Junior. Jetzt bestätige ich das, gehe Exit. So, jetzt steht hier Junior und jetzt kann ich auch hier mit meiner oberen Taste 0,1 Watt Schritten hoch und runter gehen. Ich persönlich bin nun Senior und mag lieber die Senior-Einstellung, weil wenn ich nämlich mal von 10 Watt auf 15 Watt komme, dann brauche ich nur drei Klicks machen. Und sonst muss ich hier so lange warten. Ist reine Gewohnheitssache. Ich habe mich mittlerweile hier durch den M dran gewöhnt. Ich finde es eigentlich ganz klasse. Was hat sich noch geändert? Da gibt es noch einen Punkt. 1, 2, 3, 4, 5. So, da stelle ich jetzt erstmal wieder um auf Senior. Gehen wir mal weiter. Und so, das ist dieser Punkt, Configuration 2. So, und das sind eben diese Punkte, wo ich dann hinterher mit S2 diese 5 Menüs, die ich einstellen kann in der Software und dann nochmal abspeichern kann. Ich zeige euch jetzt gleich auch noch, wie man da hinkommt. So, und zwar ist es ja, wenn ich in der Senior-Einstellung bin, ne, kann ich ja, hier unten steht jetzt Standards.
kann ich mit der unteren Taste auf Powerful gehen, auf SXIQ S5. Da haben wir das S5. Dann haben wir das S4, das S3, S2, S1. Dann gehen wir wieder auf Eco, Powerful Plus, Soft und Standard. Jetzt gehe ich nochmal kurz in das Menü. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt dreht er sich doch um, ist ja wohl ein Hammer. Gut. So, zurück in der Totalen. So viel erstmal zu der SX Mini ML. Und das Jahr ist ja nun so gut wie gelaufen und ich bedanke mich bei all meinen Zuschauern und für die nette Kritik auch und auch für die Zustimmung. Und wünsche uns dir natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr und schöne besinnliche Feiertage. Lasst euch verwöhnen. Und für mich war es wohl dieses Jahr das letzte Video, vermutlich. Und entspannt euch. Ich wünsche uns weiterhin viel Dampf in allen Gassen. Ciao, wir sehen uns.